Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Okay, zoomen wir erstmal ran. Einmal das Bild von dem Wrack und einmal Dinge. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund. Kagulut. Viele andere Worte. Marker, okay. Umdrehen. Kann man es auch lesen? Das wäre total toll. Nee, kann man nicht. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Kapitel 4. Ein normales Leben. Na dann. Versuchen wir das mal mit dem normalen Leben. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Was? Das hört sich falsch an. Ich habe die Vorgänge leider nicht genießen können. Nee, habe ich nicht gespielt. Oder? Oh, das ist so lange her, dass ich mich absolut nicht mehr dran erinnern kann. Aber ich glaube nicht. Nee, ich denke nicht. Ich glaube, Uncharted 1 habe ich mal gespielt, aber ich weiß keine Ahnung mehr, worum es geht. Oder ging? Yep, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ein Schädel. Was haben wir hier noch? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Hört sich auf jeden Fall spannend an. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Was ist da drin? Ein Bild. Sieh uns nur an. Francis. Ist Francis Daddy oder... das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Eh. Was ist das? Das sah gerade aus wie eine Nuckelflasche. Aber nein, das ist irgendetwas anderes. Ganz viele Schlafsäcke und noch eine Nuckelflasche. Shambhala. Fehlst mir, Kumpel. Das Abenteuer in Shambhala. Nate und Tenzia. Oder Tenzia. Was haben wir hier? Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Was ist das? Leuchte Steine? Leuchte Steine. Okay. Was wir haben da? Da ist das Kreuz. Ja. Danke für nichts, Dismas. Ja.
Das ist das CM. Nein. Es tut noch zu weh. Ja. Jawollo. Kommen Sie. Deckung. Singelt. Munition dafür. Okay, cool. Aber... Da. Das Schwarze. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Nimm das. Und das. Ich muss weiter. Plastik. Und hier runter. Okay. Au. Kann weitergehen. Noch einer. Ha! Errungenschaft! Ich hab's noch drauf. Ja, bin gleich da. Ja. Wie ein Profi. Haben wir hier sonst noch was? Ja, zeig's mir. Erledigt. Sehr schön. Nice. Oh, was haben wir hier? Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Mhm. Was bist nicht du? Nicht mehr wirklich mein Ziel. Eine Gürtelschnalle? Okay. Das war eine verrückte Nummer. Hiram of the Pillars. Hi Nate, wie geht's? Ja, hier, Chloe. Ich habe meinen üblichen Unfug geschrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Ja, nun. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind sesshaft geworden. Es ist zu viel Schlimmes passiert. Heutzutage kramen wir nur noch in Erinnerung auf den Dachboden rum. Das reicht aus. Echte Aufnahmen aus Nepal? Sieht so aus, ne? Und hier. Das ist London. Da hinten ist der Big Ben. Und. Ist auch London? Ich weiß es nicht. Und da unten ist auf jeden Fall nicht London. Daran arbeitest du gerade? Bangkok. Ein Reiseführer.
Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer. Hotels, Bars, Nachtleben. Hotels und Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zum Abenteuern abseits des Touristentrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lakmuyang-Schrein auf der historischen Ratangkosen-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Katutschak-Markts. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Hört sich spannend an. Umdrehen wollte ich eigentlich. Danke. Und ja, Bangkok-Reiseführer. Okay. Ja. So. Das Fenster sieht schmutzig aus. Hier ist nur noch Orchidee auf dem Tisch. Senf? Was macht da Senf? Senf oder Kleber? Beides ist weird. Noch mehr Kleber. Okay, es wird Kleber sein, kein Senf. Briefe, ein iMac und ein komisches Fenster. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Ja. Zu lange her. Achso, kann zoomen. Na schön, drei Bilder nur drauf. Das ist nicht viel. Hier kommen die ganzen alten Kameras. Nice. Hier noch eine Karte von Pasla, Paslea, ich bin mir nicht sicher. Irgendeine Insel. Jordan. Indien. Das ist Indien. Okay. Ja, Indien. Weiß nicht, warum da Jordan steht, aber es ist Indien. Ich wollte mir das auch noch angucken. Aber das wird wohl nichts. Irgendein Distinguished Prize. Elena Fischer. Ah, das oben ist zu weit weg. Cool. Spiegelbild. Spiele mit Spiegelbild, ne? Beste. Und es funktioniert ja doch. Aber ganz viele bekommen das ja nicht hin. Selbst Cyberpunk hat es ja nicht hinbekommen. Das war sehr schade. Was haben wir hier noch? Nichts. Und hier? Schlafzimmer. Boah. Ich könnte, wenn hier so eine Unordnung ist, könnte ich hier nicht pennen, ne? Boah, es ist... Da kriege ich eine Macke. Ne? Dass das Bett nicht gemacht ist. Scheiß drauf. Aber hier ist so viel Unruhe drinne. Ich will eine Macke kriegen mit dem Wäschekorb hier. Bücher auf dem Stuhl. Aha. Da kommt mein Monk durch. So. Na, ah, unsere Hochzeit. Wow. Das war noch Zeit. Na, das gefällt mir. Ja. Geile Hochzeitslocation. Cool. Ah, ich liebe ja diese ganzen kleinen Details, ne? Schön.
Was war hier? Nee, okay, das war das. Hier gibt es noch in den Ankleideschrank rein. Auch der macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir hier zu viel Unruhe drin. Hier liegt zu viel Kram auf dem Boden rum. Mal das Masterbad. Auch wieder mit Bildern von einer Burg, ne? Oder Kathedrale oder sowas. Kann es leider nicht erkennen. Was haben wir hier? Ja, chinesische Mauer. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Auch noch Bilder. Straßencafé, ein Wasserfall. Hey. Okay. Ah ja, okay, verstehe. Das ist Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Spielt hier jemand Gitarre? Hier spielt doch jemand Gitarre. Diese Musik. Hallo. Ja. Haare sind okay. Das Bild kennen wir doch. Das ist ein Bartbild halt, ne? Hochzeitsbild von uns. Auch schön. Hier ist nichts weiter. Ich verstehe also manche Hausaufteilung nicht, ne? Du hast hier die Wohnküche unten, riesigen Flur, so ein ja, Gästebad, würde ich jetzt mal sagen. Ein größeres Gästebad. Dann hier wahrscheinlich so ein ja, noch ein Schrank für Klamotten. Das war's. Eine riesige Treppe nach oben. Und oben hast du dann, wie viele Zimmer waren das? Drei, vier? Ach, hier nochmal so ein kleiner ja, Abstellraum für Waschmaschine und Co. Und dann nochmal das Schlafzimmer mit einem Bad dran und einen Schrank. Und dann hier nochmal das Arbeitszimmer. Und hier nochmal mit einem Schrank dran. Oh. Ah, haben wir gesehen. Okay, und nochmal mit einem Bad. Das Haus für zwei Personen hat drei Bäder. Ist klar. Und hier nochmal so ein riesiger Flur, wo dann andere Leute drin wohnen. Ich würde manchmal ist so eine Raumaufteilung irgendwie, weiß ich nicht. Feier ich irgendwie persönlich nicht so richtig. Mir fehlt hier unten noch ein Du Raum. warst lange da oben. Ja. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Na klar. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Ja, ich gucke mich hier ja, noch mal na kurz um. klar. Danke. Essen steht wahrscheinlich da. Ich guck mal. Nee, ich. Kühlschrank? Bitte. Ich weiß nicht, was das schlimmere Übel ist, Bier oder Cola. Und dann einmal essen. Ah ja, gut, okay. Ich kann nicht beides machen. Zwei Schüsseln und eine Cola kann er nicht tragen. Okay. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Ach. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Was? Überall ein Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Ja?
Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz. Tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art... Ja, er vermisst das Abenteuer. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du einmal Abenteuerluft geschnuppert hast, dann willst du immer mehr, mehr, mehr. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok, die Bewohner von Bangkok, die verschollene Stadt Bangkok, Flüge in Bangkok, die, haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Upsi. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, du hast warte. Gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow. Okay, Cowboy. Nice. Oh, eine PlayStation 1. Okay. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Boah, das war doch Zeiten, alter Schwede. 1000 Jahre her. Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Ja. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay. Läuft. Crash Bandicoot! Ja! Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur... wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Oh mein Gott. Und die Kreistaste oh. ist der Drehangriff. Gott. Okay, lauf vom Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Oh, oh nein! Du bist reingefallen. Wie springt man? Ah. Tot? Oh, wie unrealistisch. Ich wäre wie unrealistisch. Er sollte klettern lernen. Ja. Klettern hat mir immer geholfen. Das war nicht so schlecht. Wow. Ach so. Hey, spring. Ja, ich spring doch. Ich coache dich. Weiter so. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Bodenwachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Zerstör die Kiste. Warum zerstören?
stört ein Fuchs. Er hört das und er macht das eben. Fuchs, das ist nicht sehr ernst. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Nicht? Nein! Benutz den Drehangriff. Welche Taste? Weiß, Drehangriff. Super. Ja, oder? Oh Gott. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein Extra. 100? Wer hat seit 100 Früchte aufgenommen? Nein, schon wieder. Oh. Schade. Nun. Naja. Ich meine. Was? Das war's? Selber schuld. Aber. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Ja. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja. Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her.